Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei der Funtime Arena. Es geht endlich los, die große Summertour 2022 steht an. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, es geht nach Amerika, genauer gesagt nach Orlando, nach Florida. Und da machen wir 2 Wochen die ganzen Parks unsicher. Aber da müssen wir auch erstmal ankommen. Wenn ich wir sage, dann ist natürlich Sarah und Moritz auch gemeint. Und die treffe ich heute in Frankfurt. Und ja, die alles zur Anreise und wie wir nach Florida kommen, das erfahrt ihr jetzt gleich nach dem Intro. Also viel Spaß und dranbleiben. Willkommen zurück im Video. So, ja, es geht wirklich los. Ich freue mich wie Bolle. Eigentlich dauert es noch sehr, sehr lange, bis wir den ersten Freizeitpark besuchen. Denn wir haben heute Freitagabend irgendwie kurz nach 18 Uhr haben wir. Um 19.30 Uhr geht mein Zug und dann geht es erstmal nach Frankfurt am Main. Denn dort werden wir noch eine Nacht schlafen oder im Steigenberger Hotel. Das ist direkt am Frankfurter Flughafen, am Airport. Und wir haben das extra gemacht, damit wir nicht so viel Stress haben und das Auto nicht dabei haben. Und von dort aus fliegen wir dann halt los, One-Way praktisch, oder mit einem ohne Stop. One-Way ist was anderes, das wäre auch ganz cool. One-Way, die ganze Zeit nur in Orlando bleiben, nein. Ohne Zwischenstopp fliegen wir dann nach Orlando. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich bin sehr lange auch nicht mehr Zug gefahren, muss ich ehrlich zugeben. Und Moritz und Sarah sind schon unterwegs. Die sind natürlich von Lüdenscheid ausgefahren bis nach Frankfurt, nach Köln, mussten da jetzt umsteigen und sind jetzt auch auf dem Weg nach Frankfurt. Die sind, glaube ich, so um 8 Uhr oder sowas schon da, ich erst ein bisschen später, 9:30, aber was soll's. So, heute passiert eh nichts mehr Großartiges, dann können wir noch ein bisschen ausschlafen und wir haben das extra gemacht, dass wir in Frankfurt übernachten, nicht nur deswegen, weil wir dann kein Auto haben, was wir teuer dann bezahlen müssen bei einem Parkplatz, sondern auch deswegen, weil an den Flughafen ja momentan zu ändern, nicht so gute Situation herrscht, zu wenig Personal und das dauert halt sehr lange, bis man da abgefertigt wird. Und deswegen haben wir gesagt, ja komm, wir übernachten da, wir fliegen morgen um 13.30 Uhr ungefähr los. Dann haben wir genug Zeit, dass wir morgens früh schon am Flughafen sind. Dann geben wir unsere Sachen ab und dann warten wir halt noch ein bisschen, bis wir dann halt endlich in den Flieger steigen können und es dann, ich glaube, 12 Stunden ungefähr losgeht nach Orlando. Die ganzen Freizeitparks und all das, was wir besuchen, das folgt natürlich in den anderen Videos. Das hier ist halt so ein kleines Appetizer-Video. Naja, klein, ihr kennt mich. Ich weiß jetzt natürlich noch nicht, wie lang das Ganze wird. Aber ich nehme euch jetzt mit, bis wir praktisch in Orlando im Hotel sind und dann schlafen. Und dann startet praktisch die echte, richtige Videoreihe mit allen Videos aus den Parks. Ich kann euch ja schon mal sagen, wo es als erstes hingeht. Als ersten Park werden wir auf jeden Fall nach Epcot. Das wird schon relativ stressig werden, weil dort ja Guardians of the Galaxy vor ein paar Wochen erst aufgemacht hat und wir da direkt ein Zeitticket morgens früh schon organisieren müssen und die sind nach ein paar Sekunden immer direkt ausverkauft. Man hat um 13 Uhr dann nochmal die Chance, aber es wird schon halt relativ stressig, weil wir uns überhaupt gar nicht dort auskennen und uns erstmal zurechtfinden müssen. Das heißt, wir werden nicht lange schlafen können. Und dann müssen wir halt auch irgendwie Glück haben, dass wir dann auch damit fahren können. Ansonsten wird Epcot natürlich auch noch sehr viel anderes bieten, aber natürlich wollen wir auch die Neuheit dann fahren. Und wir hätten halt noch eine andere Möglichkeit später im Verlauf der Woche, aber wir sind da guter Dinge, dass wir es halt auch irgendwie schaffen können. So, aber das erstmal so als kleinen Vorgeschmack. Wer es noch nicht weiß, also wir fahren nach Orlando, wir werden alle Disney Parks besuchen, wir werden alle Universal Parks besuchen, wir werden SeaWorld besuchen und auch Busch Gardens und eventuell auch den einen oder anderen Fun Spot, je nachdem, was die Zeit dann da halt noch so zulässt. Also die nächsten Wochen und Monate könnt ihr euch auf jeden Fall gefasst machen. Geht es hier rund mit Action aus Amerika, deswegen abonniert auf jeden Fall diesen Kanal schon mal, um das nicht zu verpassen. Und ich warte jetzt auf den Zug und dann geht's los nach Frankfurt und von da aus würde ich sagen, melde ich mich dann wieder.
Frankfurt ohne Verspätung super in den Zug gestiegen und dann, ja, weiß ich nicht, was, wie lange war es jetzt? Zwei Stunden, anderthalb Stunden später in Frankfurt ausgestiegen. Der Frankfurter Flughafen ist direkt über oder neben dem Bahnhof. Also das ist mega cool. Also man steigt halt praktisch im Bahnhof aus und geht ein paar Treppen hoch und dann, ja, sind das halt unendlich viele lange Gänge, aber dann ist man halt praktisch eigentlich schon da, wo man hin müsste oder wo man morgen dann halt losfliegen würde. Und von da aus, auch unweit entfernt, liegt das Steigenberger am Frankfurter Airport, logischerweise. Und da gibt es einen Shuttle-Service. Jede 20 Minuten kommt da so ein Steigenberger-Bus, richtig modern, und fährt einen dann die paar Meter zum Hotel. Ist halt auch ganz cool, weil wir damit morgen auch dann wieder zum Flughafen fahren können. So, Sarah und Moritz hatten wohl eine nicht so gute Anreise mit Verspätung und weiß ich was. Die sind jetzt wohl gerade auch, oder von einer halben Stunde angekommen, die haben sich schon mal hier diese Poollandschaft angeguckt. Die beiden sind jetzt irgendwo duschen, oder Moritz wenigstens, und ja, dann treffen wir uns dann, glaube ich, auch mal. Ja, hat alles sehr gut funktioniert, bis auf die Kollegen, die bei mir auch im Zug halt saßen. Es waren Niederländer, ohne Maske, man weiß ja, spätestens seit Mario Barth, dass man immer noch in der Deutschen Bahn eine Maske tragen muss. Und ja, dann kam halt so ein Schaffner und der hat die nur freundlich darauf hingewiesen, und dass man im Bordrestaurant oder irgendwie so dann halt im ICE welche kaufen kann. Und dann war es das auch irgendwie. Ja, die saßen aber auf meinem Platz, und aber zum Glück sind die in Köln ausgestiegen. Das war eine halbe Stunde, und dann habe ich mich dann wieder richtig hingesetzt. Also die saßen auf meinem Platz. Es war halt ein Vierersitz, also jeweils zwei Sitze auf jeder Seite, dazwischen ein Tisch. Habe ich extra gemacht, wegen Notebook mal abstellen und vielleicht, ne, noch schneiden und so. Ja, dann saßen die da halt dran, saßen auf meiner Seite eigentlich, und dann habe ich dann gesagt, Entschuldigung, und dann haben sie sich auch umgesetzt, aber die hatten keine Sitzplatzreservierung. Die habe ich extra für 5 Euro nochmal extra noch dazu gebucht. Der ganze Waggon war frei, bis auf zwei, drei Plätze, die belegt waren, aber die hätten sich egal wo hinsetzen können, aber nein, die bleiben mit mir an diesem Tisch da halt sitzen. Aber naja, waren ja dann in Köln, wie gesagt, raus. Ich bin ein bisschen im Schwitzen, weil es eigentlich noch warm ist, aber hier ist Klima an. Hat der Klima? Ja, hat er. Wofür erzähle ich euch das Ganze eigentlich? Was mache ich hier? Ich wollte euch eigentlich nur mal dieses schicke Zimmer hier zeigen, das klein ist, weil es ist ein Einzelzimmer, aber oho. Und ich muss euch eigentlich noch was erzählen. Ich habe früher für eine Firma gearbeitet, die WLAN-Systeme, oder ein WLAN-Provider, der die WLAN-Systeme an Hotels verkauft hat und auch dort betrieben hat. Und eines dieser Hotels war hier das Steigenberger. Ich kenne dieses Hotel eigentlich noch in- und auswendig. Aber ja, es hat sich doch noch ein bisschen was getan, denn das Zimmer ist wirklich, wirklich schön. Und deswegen wollte ich euch das nochmal ganz kurz zeigen. Hier ein riesengroßes Bett, also für eine Person richtig groß. Sieht jetzt auf der Kamera ein bisschen kleiner aus, als es wirklich ist, aber es ist groß. Daneben direkt hier irgendwie so, weiß ich nicht, kann man noch was drauf abstellen. Also die Fensterbank ist das ja schon fast. Ich weiß nicht, wir sind jetzt hier auf der 8. Etage. Und normalerweise hat man hier immer so einen sehr coolen Ausblick, je nachdem, wo, auf welche Seite man guckt, wo die Flieger dann halt immer landen. Da kommt jede paar Sekunden hier immer so ein Flieger. Da unten kann man lecker speisen. Ich weiß nicht, ich habe auf die... Also Steigenberger ist halt eigentlich ein sehr teures Hotel. Ich habe jetzt auch mal auf die Preise geguckt, Cheeseburger. 29,90. Ja, aber das Hotel hat jetzt hier 101 Euro gekostet. Also das ist halt richtig cool, vor allem auch mit dem Shuttle und so. Und das ist halt die Qualität, stimmt, meine Freunde. Und ich komme hier rein, also hier bin ich reingekommen. Hier bin ich reingekommen und habe gedacht, oh, ist hier die Küche direkt? Ja, haben wir eine offene Küche in meinem Zimmer? Nein, das ist ein Waschbecken. Guck mal. Also hier ist direkt so ein offen freies, hier so, Waschbecken. So, und ja, auf der anderen Seite, mitten im Raum, aber es stört ja keinen, dass ich hier dusche, wenn ich dusche, weil es ist ja ein Einzelzimmer. Eine sehr schöne Dusche und eine Toilette, die habe ich mir gar nicht mehr angeguckt. Ah, hier, guck mal, hier, so, da. Toilette, auch am Start, kann man ordentlich mal hier reinkloppen, wenn man möchte. Ja, also richtig cool, schönes Zimmer, auf jeden Fall. Hier noch ein kleiner Spiegel, wenn man mal morgens früh die Haare machen muss. So, und ja, es ist halt schon wie so eine Piepshow, ne? Hier direkt die, alles aus Glas. Also muss man schon aufpassen, wenn man hier das Fenster auf hat. Dann kann man einem was weggucken. So, und dann das Übliche immer, kennt ihr das, wenn ihr in einem Hotelzimmer seid? Dann steht hier immer oder oft irgendwie sowas, ich zeig's euch.
Auch hier eine Flasche Cola zum Beispiel, Cola Light und ein Wässerchen. Und wir haben Naschis, Kettle Chips, die original teuren Seasalt. So, die liegen jetzt einfach da und da denkt man sich, oh, Dankeschön, kann man bestimmt nutzen, kostet bestimmt nichts. Aber kennt ihr diesen Trouble, ob man nie weiß, ist das jetzt im Preis inkludiert oder nicht? Manchmal steht ja auch dann irgendwo versteckt, ja, das kostet. Und ja, ich weiß es nicht. Also ich gucke jetzt gerade mal, ob hier noch irgendwie die TV-Liste. Open Sky, also das war, da war der Moritz, glaube ich, schon hier in dem Schwimmbad, ganz oben hier, Open Sky. Oh, muss ich auch mal gucken. Aber ich glaube nicht, dass ich mir jetzt heute noch schon meine Schwimmbutzen nass mache und die jetzt wieder nass ins Koffer halt stecke. Liebe Gäste, hier, Minibar. So. Liebe Gäste, der Mini-Bar-Kühlschrank steht Ihnen zur freien Verfügung. Wenn Sie Getränke oder Snacks wünschen, kontaktieren Sie uns, unser Rezeptionsteam. Weiß ich jetzt immer noch nicht, ne? Heißt das jetzt bedünlich? Ist alles frei? Hier ist doch Minibar. Oh, ist noch. Moment. Zur freien Verfügung, liebe Leute. Zur freien Verfügung. Gönnt euch. Also, ich lade euch alle ein. Ist für alle genug da. Ja, cool. Man weiß es nicht. Hier gibt es noch Kaffeekuchen. Kuchen vor allen Dingen. Und auch eine Tasse. Tässchen, wenn ich einen Tässchen Kaffee möchte. Zur freien Verfügung. Ich würde jetzt mal sagen, dass das umsonst ist. Stelle ich mir jetzt mal die Cola Light nachher da rein und dann genieße ich die. So. Ja, also. Können wir uns ja nochmal hier aufs Bett setzen, legen. Bettentest! Ja, ein schönes Bettchen für mich. Ach, Leute, ich bin jetzt langsam. Viele haben mich gefragt, bist du aufgeregt? Bisher weiß ich nicht, aber jetzt bin ich in Frankfurt angekommen und ich weiß ganz genau, da drüben geht es morgen los. Und dann, ja, ist es echt a dream come true, ne? Und ja, ich freue mich wirklich wahnsinnig drauf. Es wird ein Labervideo, ja, ihr wisst es, es ist halt so, das Vortour-Video, muss ich ja schon fast sagen. Also ihr werdet hier noch keine Freizeitparks sehen, aber ich denke, wenn man so eine Reise macht, dann muss man das auch irgendwie vloggen und das halt auch irgendwie mitnehmen. So, und ich weiß nicht, ob ihr da, bei euch das, ob das bei euch genauso ist, aber ich habe Probleme mit meinen Ohren, wenn ich fliege. So, dieses Druckausgleich finde ich mega ekelhaft. Und hier dieses, das funktioniert bei mir nicht so richtig. Und ich habe danach, also nicht nur, dass das immer so gluckst, das hat wahrscheinlich jeder, aber ich habe danach 2-3 Tage immer Ohrenschmerzen und ich habe danach immer taube Ohren. Ich höre so gut wie nichts darauf. Und ich habe jetzt in den letzten Malen, wo wir geflogen sind, habe ich mir im Internet solche hier so komische Dinger für ins Ohr bestellt. Und die sollten immer so dagegen helfen. Einmal hat es gut funktioniert, ein anderes Mal hat es dann irgendwie nicht mehr funktioniert. Ich habe jetzt nochmal welche gekauft von einer anderen Firma und ich teste die jetzt aus. Ich habe die zwar jetzt schon bei Amazon gekauft und ich habe die jetzt schon mal so ins Ohr gesteckt. Ich meine irgendwie, dass die ein bisschen zu klein sind und mein Ohr ein bisschen größer ist. Ja, es ist ganz, ganz groß. Ja, muss man morgen mal testen. Dann kann ich auch immer sagen, ob das was hilft, weil es ist halt wirklich so, als ob ich dann irgendwie unter Wasser wäre. Und das war dann halt, ist dann halt irgendwie so 2-3 Tage so. Ich war auch mal ein bisschen mit dem Schnupfen, bin ich mal angeschwipst. Halt, habe ich mir da Pipsi geholt vorher. Und dann bin ich geflogen. Und dann war es halt ganz schlimm. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch diesen Struggle. Also ich habe das halt jedes Mal. Und ich habe keine Angst vom Fliegen. Aber das ist halt irgendwas, das hasse ich ohne Ende. Und fliegen muss natürlich sein, aber das finde ich absolut, also das geht gar nicht, das muss man abschaffen, das finde ich, weiß ich nicht, braucht man nicht. Das braucht kein Mensch. So, jetzt lass mich mal ankommen hier. Ich weiß gar nicht, warum ich die ganze Zeit zugucke. Jetzt lass mich noch mal ankommen. Ich ziehe mir jetzt mal ein Höschen aus. Nein, geht ja gar nicht. Ich wollte mir gerade eine kurze Hose anziehen. Doch, geht ja wohl. Geht ja wohl. Ich glaube, ich ziehe mir, ich habe eine lange Hose dabei und die habe ich jetzt an. Die habe ich nur an und habe ich nur mit, weil man nicht weiß, wie es in Deutschland das Wetter ist, wenn wir wieder zurückkommen. Dann hole ich mir mich da auch wieder eine Pieps, wenn ich, wenn ich nach Hause komme und es regnet hier wieder in Strömen. Denn in Orlando wird es nicht unter 35 Grad sein.
Bis 40, über 40 sogar, wurde angesagt. Jetzt so der nächste 16-Tage-Trend. Ab und an jeden Tag vielleicht mal ein bisschen Regen, finde ich auch gar nicht so schlecht, dass das vielleicht kommt. Aber ansonsten, ja, also heißer than hell. Das sind auch jetzt, also Juli und August, die heißesten Tage überhaupt in Orlando. Warum fährt man dann? Ja, weil wir es können. Also es ist, anders hätte es jetzt mit dem Urlaub wieder mal nicht geklappt. Ja, man hätte jetzt auch im Herbst oder sowas fahren können, aber jetzt lass uns einfach mal bitte nach Orlando fahren. Das erste Mal. Ne? Und alles andere, ich meine, Orlando ist ja nicht, da hört ja Amerika nie auf, da kommt dann auch so einiges. Und da freue ich mich auch drauf. Und das kommt bestimmt auch mal irgendwann, wenn der Ben wieder sein Sparschwein gefüllt hat. Denn es ist unfassbar, es ist so teuer, es ist fucking teuer. Also mein Konto sagt, es weint. Es weint. Nicht nur abends und nachts, sondern auch tagsüber momentan. Ja, gut, also ich lasse es jetzt nicht so lang werden. Ne? Ich melde mich dann gleich wieder nochmal, wenn es noch was Spannendes gibt. Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Warte ich, bis morgen ist. Und irgendwo muss ich noch was zu essen herkriegen. Ich habe mir so eine Laugenbrezel geholt, aber ich glaube, das ist. Die habe ich mir eigentlich für morgen geholt, weil wir haben kein Frühstück. Weil Frühstück kostet, glaube ich, hier so 35.000 Euro. Ne, 25, glaube ich. Und nee, nee, da habe ich mir jetzt so eine Brezel geholt und die ist dann für morgen früh und dann stapuliere ich die. Und wir kriegen ja auch noch reichhaltiges Mahl nachher mit der Lufthansa, wenn wir fliegen. So, also, wir sehen uns gleich, wenn es wieder spannend wird. Weiß ich nicht, ob es überhaupt spannend wird in diesem Video, aber ich melde mir. Als wäre. So, bis gleich. Der nächste Morgen ist da und ja, ich habe sehr, sehr gut genächtigt. Es kann einfach losgehen jetzt. Ich bin so, so gespannt. Ich war gestern noch kurz bei Sarah und Moritz. Die sind sehr früh ins Bett gegangen, weil die auch um 5 Uhr aufgestanden sind schon. Oh, guck mal, da sieht man denn die Main Skyline. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ne, hier mit dem. Ich habe ja dieses Video. Doch, da sieht man so ein bisschen. Ich habe das Video jetzt mit dem Handy nur gemacht, weil das halt einfach so unsere Flyride gehen muss. Ja, was wollte ich sagen? Genau, sehr gut genächtigt. Wir werden heute sehr früh zum Flughafen fahren. Wir haben jetzt gleich 7:30 Uhr. Und um 13:30 Uhr geht erst der Flieger, aber weil heute Hessen und zwei andere Bundesländer heute in die Sommerferien starten und es maximal katastrophal wahrscheinlich am Flughafen wird, sind wir heute ein bisschen früher unterwegs. Und ja, habe ich mir heute jetzt nicht mehr gemacht, weil ich bin eh nur im Flieger, deswegen muss halt irgendwie Kappe reichen. So, es kann jetzt losgehen. Das Bett war wirklich sehr, sehr gut. Und ja. Ich bin ready, ich hoffe, ihr seid ready. Jetzt geht's zum Flughafen und ich freue mich sehr, 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 was jetzt alles heute passieren wird. Am Flughafen angekommen, hier sind wir gerade mit dem schönen Shuttle gefahren. So, und Moritz und Sarah sind nämlich auch da, aber muss gerade auch mal anlaufen. Ja, es kann losgehen. Jetzt ist Frankfurter Flughafen ein bisschen größer als der in Düsseldorf, wo ich dann halt am meisten so aufgeflogen bin. Düsseldorf oder Köln. Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir hin müssen. Laut Internet dauert die Gepäckabgabe momentan nur 5 Minuten. Naja, wir werden sehen. Lieber ein bisschen zu früh am Flughafen als viel zu spät. Wir sind durch die Sicherheitskontrollen durch und ja, wir fahren hier kurz nach 9 Uhr. Das ist jetzt viel, 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 viel zu früh, aber ja, das ist so als das Bild. Also wir sind sowieso halt immer ja, bei den Pünktlichen, aber ja, wegen der ganzen Situation an den Flughäfen haben wir gedacht, komm mal ein bisschen früher, noch früher. Moritz hat auch irgendwelche komischen Artikel gelesen von Frankfurt Flughafen. Alter, gestern, ich wurde zu bombardiert. Chaos erwartet, Ferienstart überall in Norddeutschland gefühlt. Frankfurter Flughafen rechnet mit 200.000 Besuchern und nichts. Also es ist normal. Es ist jetzt nicht so, ich würde sogar sagen, noch leerer als normal. Letztes Mal war Barcelona schon fast voller hier. Oh. Ja, ich weiß. Ja, ihr seid zum ersten Mal, glaube ich, jetzt im Video auch drin. Habt ihr gut genächtigt? Ja. Ja. Fahren wir mal. Ja. War schön. Welche Etage warst du? Ich war 8. Etage.
unterm Pool. Ja, wenn die abgelaufen werden. Habt ihr auch die, bei eurer Heizung auch so oder eure Lüftung auch so laut? Das hat die voll so. Klar, ich hab's halt Blum gemacht. Und mitten in der Nacht hat die ganze Zeit so alle 5 Minuten was gepiept. So ganz leise. Oh nein. Hat aber nicht gestört, das hat man kaum gehört. Okay. Ja, also, wir haben jetzt uns was zu essen geholt. Ich habe jetzt hier eine Brezel mit Butter und ein Brötchen mit irgendwas drauf. Salami und Käse. Und hier bei Herbert. Das ist halt anders, aber ich nenne das Herbert. Das sieht aus wie Herbert. Und der Herbert, der backt da hinten auch. Das ist eine kleine Backstube. Nimmt man das wohl erst frisch. Aber Preise vom Flughafen, da sprechen wir lieber nicht drüber. Ich habe jetzt, wie viel habe ich jetzt bezahlt? 14 Euro, glaube ich. Nee, gar nicht. 12 Euro. Und ihr habt Vogel abgeschossen mit 26 Euro. Ne? Ja, gut. Also pro Person 13 Euro. Stimmt, nee, dann habe ich weniger bezahlt. Aber ich habe ja auch Getränke. Getränk kostet übrigens über 4 Euro. 4,25, glaube ich. Gönnung! Ja, so. Naja, wir frühstücken jetzt mal und dann hoffen wir, dass es dann halt irgendwann auch weiter zum Flieger geht. Aber wir haben ja noch, wie gesagt, sehr viel Zeit und hier ist es scheiße warm drin. Und ich bin froh, dass wir einen Tisch haben. Und wir jetzt einfach mal sitzen können. Sollen wir noch duschen gehen vorher? Und kostenlose Zeitung. Ein Bild für lau. Aber braucht man eigentlich nicht. Die ist ja eh keiner. So, ich frühstücke jetzt. Wir sind zum Gate gegangen und jetzt warten wir einfach unseren Flieger. So, jetzt haben wir noch irgendwie 4 Stunden, glaube ich. Und dann geht's los. Sind da hinten irgendwo. Das war der noch nach San Francisco, aber danach sind wir dann irgendwann dran. Guck mal, Moritz und Sarah sitzen auch da. Und wir haben jetzt wirklich noch ein Meckes gefunden. Sarah hat immer gesagt, hier ist irgendwo noch ein Meckes. Ja, jetzt haben wir auch schon gegessen. Aber McDonalds-Preise sind hier natürlich auch anders als die in normalen Deutschland. So, ich habe mich jetzt mal wieder ein bisschen hier der Kultur angepasst. Und ich habe mir Apfelwein geholt. Mit Cola habe ich nicht drauf geachtet. Das schmeckt scheiße. Tut mir leid für alle Leute, die aus Frankfurt und Umgebung kommen. Ich weiß nicht, wie Apfelwein normal schmeckt, aber Apfelwein mit Cola ist nicht zu empfehlen. Was denkt ihr so? Cola, wie immer. Wie immer. Kennst du? Du hast ein Dippe-Ding da drauf. Dippemess-Ding. Ja. Ich weiß es nicht. So. Also wir haben uns jetzt noch ein bisschen mit Getränken hier versorgt, weil es ist ja noch ein bisschen hin. Und dichten! Flieger. Ja. Ist auch lustig. Gestern, mich haben so viele Nachrichten erreicht, also hier, weil ich ja gestern erreicht. Weil ich mit dem Zug gefahren bin. Wie war das noch? Der Zug hat keine Bremse. Und jetzt schreiben sie alle. Das ist ein aufgeschlagener Fontäne-Apfel. Ist eklig. Ich habe gerade geschlabbert. Naja. Ich komme wie so ein Assi vor. Willst du da Dose? Boah, Leute, das schmeckt nicht. Egal. So. Also gleich geht's in den Flieger. Das heißt gleich in 4 Stunden. Muss mal gucken, ich glaube da hinten, da war noch so ein Raucherbereich, dann kann ich noch mal dampfen, bevor es dann halt gar nicht mehr geht. Moritz muss seine Thrombosestrümpfe anziehen, hat er gesagt. Der Raucherbereich ist einfach so ein Kasten, so ein Glaskasten. Das ist so richtig ekelig. Ja, wegen den Leuten, die da drin sind. Nee, wenn man da vorbei ist, ist es schon laut. Ja, das stimmt. Aber ich bin froh, dass es halt noch was gibt. Ja, ein bisschen. Ja, aber da bin ich so übrig. Wenn man dampfen muss, dann muss man dampfen. So, also gleich geht's in den Flieger. Ich trinke noch aus, dampfe noch ein und dann geht's rein. Leute, das Boarding, wir können rein. Ich meine, jetzt auch echt lange haben wir jetzt Zeit gesessen, aber die Zeit ging doch ein bisschen schneller um, als ich eigentlich gedacht habe. So, ja, und jetzt geht es in den Fliegermodus und sagen, sind vor uns. Moin, man auch erst einen Videoeintrag für sein Video und ja, dann mal rein und ungefähr 10 Stunden später sind wir dann hoffentlich in Orlando. Ich freue mich. Hier ist jetzt der Flieger. Oh, natürlich. Ich sehe die ganze Zeit so ein Lied von das, deswegen hört sich das so an. Egal, moin! Ja, moin! So, ja, wir haben hier noch eine schöne Decke bekommen. Was meinst du, wie kalt es wird? Es ist mega warm gerade hier drin. Ich gehe hier gerade so ein bisschen ein, aber ja, wird schon. Wir haben ja auch so ein cooles Entertainment-System. Auch mit zum Beispiel hier aktuell Film. Ist jetzt hier vielleicht gerade. Ist auch Spider-Man mit bei, habe ich gerade eben gesehen. Moment.
Also der letzte Spider-Man. War auch voll die aktuell. So, und da haben wir das Spider-Man No Way Home, Uncharted und der letzte Venom-Film. Zum Beispiel hier West Side Story ist auch ganz neu. Der letzte Venom. Der letzte. So, und ansonsten? Moritz, du hast ja schon geguckt. Was gibt's jetzt? Guck mal, es gibt sogar Hörbücher. Es gibt Podcasts. Da ist bestimmt Stahl und Holz. Da ist bestimmt Stahl und Holz. Nein, leider nicht. Das ist wirklich. Ja. Ganz komisch. Spiele. Es gibt auch Live-Fernsehen. Was können wir denn da gucken? Sport 24. Aha. Naja, auf jeden Fall glaube ich, dass wir da halt vieles. Ja, das ist nicht langweilig wird. So. Ja, und ansonsten getränkefrei. Ihr könnt euch besaufen. Kostenlos Bier. Und alkoholfreie Getränke. Ja, und ansonsten gibt es hier noch ein bisschen zu essen und so. Wird auf jeden Fall sehr cool werden. Ich weiß nicht, ob der mich hört, aber ich habe so komische Dinger im Ohr. Du redest mit dem Arsch leise. Ja? Ja. Egal. Du wirst auch immer leiser. Also. Ja, ich höre mich selber nicht, weil ich diese komischen Dinger im Ohr habe, weil ich irgendwie immer Probleme habe mit dem Fliegen mit meinen Ohren. Deswegen. Die Lüftung ist halt sehr laut. Oder das, ja. Deswegen, ich würde sagen, wir heben ab und ich melde mich, wenn wir wieder angekommen sind. Peace. Ja, ich habe lecker gekocht. Ja, ein ganz vieliges Menü. Und zwar gibt es Nudeln mit Tomatensauce, ein Beilagensalat mit Tomaten-Basilikum-Dressing, ein kleines Brötchen, das haben wir hier, ich muss hier so reinsprechen, das verstehe ich gar nicht, ein Brötchen, ein Brie-Snack, etwas Butter und ein kleines Küchlein. So. Alles minimal gehalten, damit es bloß ja auf dem kleinen Tisch halt passt. So, das essen wir jetzt mal. Ich freue mich. Ich habe zwar keinen Hunger, aber okay. Hast du Hunger? Kommt mir ein bisschen so vor, wie Essen aus dem Krankenhaus. Nur cooler und kleiner, noch kleiner. Und ich gucke übrigens ab und an, wenn es nichts zu essen gibt. Hier Venom. Ich habe gerade auf Pause gemacht. Wir gucken übrigens Bibi und Tina. Beide zeitgleich, den gleichen ja. Film. Wie viel gibt's davon? Vier Teile. Guckt ihr die alle? Ja. Ja, dann viel Spaß. Nein, aber den zweiten auf jeden Fall noch. Oh je. Nee, also Venom 2 ist glaube ich nicht so toll. Ich habe ja schon irgendwie 20 Minuten geguckt. Die 1 auch nicht. Nein. Aber die haben geile Lieder. Ich glaube in einem spielt auch Olli Schulz. Und Amadeus ja, ich glaube und ja. Hier dieser Phil Laude. Okay. Naja, okay. Wer ist jetzt mal unser reichhaltiges Mal? Und es gibt nachher, bevor wir nach Orlando kommen, noch mal irgendwie einen Snack. Bestimmt ein Sandwich oder so. Hallo, Neuigkeiten von der kulinarischen Front. Ich habe wieder gekocht. Moritz hat wieder gekocht. Jetzt hat er Sandwich gemacht. Und zwar mit Käse und was ist da sonst noch drauf? Wahrscheinlich irgendwas anderes. Irgendwie so eine komische Soße. Zucchini oder so. Sagt Sarah zumindest. Zucchini-Brot. Und es gibt, sag mal, KitKat und ein Bauer. Fufu. Ja, und ich habe in der Zwischenzeit habe ich Venom 2 geguckt, hatte ich eben erzählt. Und Pulp Fiction. Geschnitten. Ich habe Pulp Fiction geguckt noch. Ja. Habe ich noch geschnitten? Und ich habe noch geschnitten. Ich habe das Video fertig gemacht. Ist jetzt schon online, ne? So. Ja, habe ich natürlich auch. So. Und ja, wird dann mal jetzt gegessen. Ich glaube, das ist das Letzte. Wie lange müssen wir noch? Ja. Eine Stunde 47. Dann sind wir in Orlando angekommen. Aber dann müssen wir auch noch zu unserem Hotel. Ja, vorher muss ich noch Geld holen und ein bisschen Getränke kaufen. Und dann müssen wir ein Uber bestellen. Und dann, ja. Uber Tetere, ja. Wenn wir alles machen. Wir haben jetzt übrigens in Deutschland gerade. Das ist
kurz nach 10, oder? Ja, genau. 22.10 Uhr. Und guck mal, sieht das aus. Die müssen relativ pünktlich um 18 Uhr da landen. Ja. Dann haben wir noch einen schönen Abend. Also um 0 Uhr in Deutschland. So, jetzt wird aber erstmal gegessen. So, wir haben fertig gesnackt. War gut. Ja. Ja. Kann man machen. Ich bin ja gerade am wie heißt das nochmal? So Doku machen. Ich komme aber nicht weiter. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich bin schon 51 Minuten dran. Mein Gott. Ja, keine Ahnung. Ja, das stimmt. Aber wenn man nicht weiter weiß, kann man hier auch mit anrufen. Was guckst du jetzt noch? Lassie. Lassie? Nee. Oh, die Neuverfilmung. Laura Stern. Geil. Ist auch eine Neuverfilmung oder so. Ja, von 2021. Encanto. Ja, der ist super schön. Das sagen sie alle, aber weißt du, das ist immer so ein bisschen komisch. Nee, das ist schön. Eins in Chat. Was geht's? Um Haus. Eins in die Kommentare. Um Haus. Die haben alle super Kräfte oder irgendwelche Kräfte. Bis auf sie da nicht. Ah. Das ist ganz traurig. Ist das nicht auch der mit der Gitarre, der da immer rumläuft? Nee, das ist ein anderer Film. Ich komme gerade nicht drauf, aber es ist er nicht. Ja. Das sind ja die Olchis. Die Olchis? Die Lochis? Ja, Leute, eine Stunde 30 ungefähr noch. Nee, eine Stunde 10 nur noch und dann sind wir da. Ich habe jetzt schon zwei Teile Bibliothek geguckt. Oh mein Gott. Ja, also, ist nicht mehr lange, dann sind wir da, deswegen melde ich mich jetzt gar nicht mehr, sondern erst wieder, wenn wir gelandet sind, glaube ich. Hey Lieben, wir sind angekommen und also es dauert jetzt so Ewigkeiten. Wir mussten uns irgendwie anstellen und dann, wenn man zum ersten Mal in die Staaten fährt, dann muss man halt nochmal sagen, für was man jetzt wirklich da ist und man muss halt seine Finger da mal unter so ein Gate halten, damit die unseren Fingerabdruck haben. Und dann haben wir noch auf unser Gepäck gewartet. Wir haben auch noch irgendwie eine halbe Stunde im Flieger stehen müssen, weil der Slot, wo wir eigentlich parken sollten, besetzt war. Ja, jetzt sind wir angekommen. Wie sieht das aus, wenn man hier ankommt? Und Sarah wird hier vorne erstmal Geld ziehen. Ich habe zum Glück schon Geld bei der Sparkasse geholt. Habe jetzt ein bisschen Notgeld für Tipps und all sowas. Und ja, jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir hier gleich rauskommen. Nur uns was zu trinken holen. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir einen Uber kriegen. Und mit dem Uber fahren wir dann zu unserem Hotel. Jetzt wollte ich mir gerade noch die Uber-App runterladen. Aber dafür muss ich mein iPhone updaten auf die neueste Version. Und das ist ein paar Gigabyte groß. Ich glaube, das mache ich dann im Hotel. Das heißt, die beiden müssen das jetzt erstmal machen. Ja, also soweit, so unspektakulär. Riesiger Flughafen, aber irgendwie, ja, irgendwie auch 6 Stunden so ein Hotel irgendwie. Direkt am Flughafen. Aber jetzt nicht so besonders krass jetzt irgendwie. Da ein bisschen Wasser überall. Und ja, hat es wohl geschüttet und geregnet heute über Tag, den ganzen Tag. Aber jetzt ist halt irgendwie alles cool. So, 24 Grad. Wir haben alles. Nee, ich weiß nicht, was das wird wieder funktionieren. Achso, ja, dann ist es. Besten, gib mir so Money. Ist ja auch klar, ne? Gerade angekommen und guck mal. Einmal hier ein großer, riesengroßer Disney Store. Und auf der anderen Seite da ein etwas kleinerer, aber ebenso interessanter Universal Studios Store. Mit Harry Potter vorne dran. Ach ja, Leute, es geht langsam los. So, wir suchen jetzt den Ausgang, weil wir gerne zum Hotel möchten. Hallo, wo geht's denn hier lang? Leute, angekommen endlich hier in Orlando, meine Güte, beziehungsweise im Hotel hier in Orlando. Also richtig, richtig, richtig krass. Also wir sind jetzt so eine halbe Stunde gefahren mit einem Uber-Fahrer. Das war das erste Mal, dass wir jetzt irgendwie richtig Kontakt hatten zu irgendjemandem, der hier einheimisch ist. War ein richtig cooler, junger
Dude, mit dem wir jetzt eine halbe Stunde hier hingefahren sind, hat richtig Bock gemacht. Also ich finde auch dieses Uber-System halt ganz cool. Gibt's ja bei uns so gesehen gar nicht. Es ist halt praktisch Taxifahren mit irgendwelchen Privatpersonen. Dann gibt es halt eine App, da kannst du dann halt suchen, dass du halt von da nach da irgendwie fahren möchtest. Und dann meldet sich jemand, dann kannst du dem zustimmen und dann kommt der, dann wird der Preis angezeigt. Dann fährt er dich dann dahin, du kannst ihm darüber dann halt auch noch ein bisschen Trinkgeld geben. Also alles richtig cool. So, ja, und das hier, was ihr hier so seht gerade, das ist mein Zimmer. Ich habe sogar zwei Betten. Und ja, ich habe Moritz und Sarah jetzt gerade schon, muss man erst mal gucken, ob hier irgendwie, ist denn hier der Lichtschalter? Ich weiß es nicht. Ach, hier! So, ja, Moritz und Sarah gerade schon in ihr Zimmerchen begleitet. Da haben wir dann nochmal ganz kurz gesprochen, denn morgen geht es dann halt los mit Epcot. Wir haben gerade schon Feuerwerk gehört. Hier Disney Springs ist hier direkt gegenüber auf der Straßenseite in etwa. Hier ist ein Hooters direkt um die Ecke. Auch ganz cool. Ganz viele Supermärkte und so. Also hier werden wir nicht verhungern. Hier kriegen wir auch unser Zeugs, alles so. Ja, wir werden morgen nach Epcot fahren. Und das wird unser erster Aufenthalt praktisch in Disney. Problem ist nur, in Epcot hat eine Neuheit aufgemacht, jetzt vor ein paar Wochen, und zwar Guardians of the Galaxy, Cosmic Rewind, glaube ich heißt das. Das ist eine Achterbahn, die neueste längste Indoor-Achterbahn der Welt. Ja, Crazy Bats ist nicht mehr die längste Indoor-Achterbahn, sondern diese Achterbahn. Und ja, da muss man morgens früh dann halt schon ab 7 Uhr oder muss Punkt 7 Uhr muss man halt in der App sein und sagen, ich möchte mitfahren. Und dann kriegt man halt einen Platz zugewiesen. Der ist aber nach 7 Uhr und einer Sekunde komplett ist das ausgebucht. Und ja, wir haben jetzt gerade mal geguckt. Wir haben zwar jetzt Internet hier, aber das ist nicht so gut, dass das irgendwie richtig funktioniert. Das WLAN ist ja komisch, das ist auch nicht so toll. Und ja, kein 5G. Also ich kenne es aus Deutschland überall 5G. Jetzt sind wir hier in Amiland und ich habe kein 5G-Netz. Und LTE mit ein oder zwei Balken ist irgendwie schon ein bisschen kacke. Ich weiß nicht. Also da müssen wir jetzt auf jeden Fall morgen mal gucken. Wir versuchen das morgen früh mal. Dann haben wir um 13 Uhr nochmal eine Chance, wenn wir dann im Park sind. Dann können wir das dann auch nochmal versuchen. Und dann haben wir nochmal einen Tag in Epcot, nachdem wir in den anderen Parks waren, wo wir es dann halt nochmal probieren können. Also wir werden das bestimmt irgendwie fahren. Aber wir müssen jetzt erstmal gucken, dass das halt funktioniert. Und auch am Flughafen hat man irgendwie so ganz komisches Internet. Also es ist nur LTE. Obwohl ich, ja, also eigentlich AT&T habe. Ich weiß es nicht. Müssen wir jetzt mal morgen im Auge halten. So, und ja, alles andere würde ich sagen, das erfahrt ihr dann in den anderen Videos. Hier ging es ja wirklich nur von zur Anreise, von der Anreise. Wollte ich euch hier ein bisschen berichten. Ich kann mal ganz kurz gucken. Hier, das ist das Badezimmer. Hier haben wir noch eine Dusche. Wo ist denn da? Da oben ist der Duschkopf. Da. Und ja, also es ist richtig eine Badewanne hier. Hier ist. Und ja, ein Klosett. So wie man es auch aus Paris kennt. Ohne Kackbürste. Finde ich schon ein bisschen blöd. Hier ist noch ein Kühlschrank, eine Mikrowelle. Ganz cool. Der ist noch aus. Ne, der ist nicht aus. Der ist nur. Das Licht ist aus, aber ansonsten ist er kalt. Ja, und ansonsten genug Strohmöglichkeiten. Und Leute, ich bin jetzt auf jeden Fall fertig mit der Welt. Ich leg mich jetzt hin und morgen früh um 6.30 Uhr bin ich dann beim Moritz und Sarah wieder auf der Matte. Wir haben jetzt 21.30 Uhr hier. 3.30 Uhr in Deutschland, glaube ich. Und ja, es wird Zeit fürs Bett. Es wird auf jeden Fall Zeit fürs Bett. Und alles andere von der Tour, von den einzelnen Freizeitparks, was wir alles erleben, die ganzen Attraktionen, wie wir das halt finden. Wir sind mehrfach in verschiedenen Parks von Disney World. Wir werden auch an mehreren Tagen in Universal sein. Wir werden das alles euch hier präsentieren. Und ja, deswegen abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, um diese ganzen Videos aus Amerika nicht zu verpassen. Die kommen dann in den nächsten Wochen hier. Und ich freue mich jetzt wie Bolle. Ich kann wahrscheinlich nicht schlafen, weil es, ja, ein Traum geht praktisch in Erfüllung. Und ja, ich freue mich sehr. Es ist so krass, wir sind aus dem Flughafen rausgekommen und da gehen die Tore auf. Und auf einmal haust du, ja, als ob du in so ein Tropenhaus reingehst.
so, also ich war so voll knatschnass geschwitzt, es ist so warm und alles, es ist richtig krass. Ist schon sehr heftig hier. Ja, auf jeden Fall, ich freue mich auf jeden Fall auf die Videos, die jetzt folgen und die ganzen Freizeitparkbesuche. Ich hoffe, ihr freut euch auch und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in einem anderen Video hier bei der Phantom Arena. Ich hau mich ins Bett und ja, wir sehen uns. Bis dann, macht's gut, danke fürs Zugucken. Tschüss.